Hallo, ich begrüße dich von Herzen und lasse durch dieses Video heilende Energien in Bezug auf alle möglichen Rückenthemen, Rückensymptomatiken, Rückenkrankheiten fließen. Vom Beckenbereich bis zum Brustbereich. Und wenn es bei dir noch mehr um den Schulter-Nacken-Genickbereich geht, kannst du dazu wiederum gerne auch ein Video, Heilvideo käuflich erwerben. Und so gibt es für dich nichts weiter zu tun, außer anzunehmen, dich hinzugeben. Du musst an nichts glauben, musst nichts denken, nichts fokussieren, dich nicht konzentrieren. Einfach dich einfach fallen lassen. Diese Zeit hier und jetzt nur für dich. Zulassen, dir einrichten und genießen. Zu versuchen, trotz eventueller Schmerzen, bestmöglich in die Entspannung deiner Seele und deiner Zellen zu gehen. Und ich diene als Kanal der Heilung, Kanal von Heilungsenergien, der Quelle der Engel, der geistigen Welt. Der Liebe. Der bedingungslosen Liebe, die immer da und unaufhörlich zu dir fließt. Bedingungslos und in jedem einzelnen Moment. Hier und jetzt, fernab von Raum und Zeit. Durch die Wirklichkeit der Multidimensionalität fließt die Energie individuell abgestimmt zu dir. Und du kannst mich anschauen oder auch die Augen schließen. Sitzen oder liegen, wie du es möchtest, wie du es für richtig empfindest.
Und ich lade dich aber auch ein, in deine Seele, Seelenstimme und in deinen Körper, deinen Rücken, deine Wirbelsäule, dein Becken hineinzuspüren. Welche Urursache, Seelenursache eventuell bei dir dahinter liegt, was deine Seele und dein Körper dir sagen möchte, weil sie keinen anderen Weg mehr gefunden hat, weil du die Impulse zuvor vielleicht nicht hören konntest, die sanften Impulse. Oder diese Impulse ignoriertest, wofür dich nichts und niemand bewertet. Doch dein Körper ist keine Maschine, du bist keine Maschine. Alles, was ist, lebt. Du bist deine Seele, aber hier und jetzt in diesem Leben auch dieser dein Körper. Und er ist wichtig. Er ermöglicht dir dieses Leben, diese Erfahrung und Erfahrungen in allen Facetten. Und heutzutage haben Rückenbeschwerden sehr oft damit zu tun, dass es in unserer Gesellschaft normal, in Anführungsstrichen normal geworden ist, wieder und wieder und wieder über die eigenen seelischen, aber auch körperlichen Grenzen zu gehen. Und hier gilt es, in die Achtsamkeit und in die Selbstliebe bestmöglich zurückzukehren. Und ich gebe dir auch gern weitere Impulse. Und nimm jene ernst, die mit dir persönlich in Resonanz gehen. Über Seelenfreude, Seelen vibrieren, aber eventuell sogar auch über Widerstände. Denn es kann auch um dein Rückgrat gehen, um deine Wahrhaftigkeit, deine Integrität, deine Loyalität. Für die Dinge, die du wirklich meinst. Das, was innerhalb deiner Verantwortung ist. Mit Verursachung, dafür gerade zu stehen. Es anzunehmen, wie es wirklich ist. Ehrlich mit sich selbst zu sein und zu werden. Mit dem, was du verursachst. Vielleicht geht es aber auch mehr darum, für dich selbst einzustehen, für dich selbst dein wahres Sein gerade zu stehen. Deine Grenzen zu ehren,
deine persönliche Grenze, deine persönlichen Grenzen in Liebe und Achtsamkeit. Deinem Außen zu vermitteln. Sehr oft geht es darum, in deine innere Mitte zu finden, in deine Stabilität zwischen deinem männlichen und weiblichen Sein und Anteilen, beides in Gleichklang zu leben und keines von beiden über oder unter zu bewerten. Keines von beiden zu ignorieren oder zu vernachlässigen. Vielleicht geht es darum, dass du dich zu sehr verdrehst, verbiegst, um Anerkennung zu erfahren. Um für dein Tun und nicht für dein Sein Liebe zu kriegen. Vielleicht hast du Angst davor, nicht einfach so geliebt zu werden, liebenswert zu sein. Wo sich die Wirklichkeit ihren Weg wieder suchen möchte, dass du so sein kannst, wie du bist, wenn du im Einklang mit den anderen, mit dem großen Ganzen handelst. Vielleicht geht es darum, dich nicht mehr für einen Weg, der nicht allzu dienlich ist, oder andere Menschen, dich zu verrenken. Dich nicht zu verklemmen, sondern du selbst zu sein. Den Mut, du selbst zu sein, wieder aufleben zu lassen. Eventuell geht es aber auch darum, dir nicht mehr den Buckel krumm zu machen, für deine Bedürfnisse zu sorgen, sie zu erkennen, sie zu achten und zu ehren. Wiederum zurück in die Selbstliebe zu gelangen. Spüre voller Liebe in deine Seele, in deinen Körper, in deinen Rücken. Und erlaube dir, mehr in deine innere Ruhe zu finden, den ungesunden Stress nicht mehr als Normalität zu akzeptieren.
dich selbst nicht mehr so sehr unter Druck zu setzen, zu stressen, so streng, nicht mehr so streng zu dir zu sein. Diese meine Worte möchten dir eine Anregung geben. Und doch ist jeder Mensch, jeder Weg, jeder Heilungsweg individuell, zutiefst individuell. Doch wenn du etwas erkannt hast, lade ich dich ein, ganz sanft und Schritt für Schritt die Veränderung zuzulassen, einzuleiten, anzugehen. Aus Liebe zu dir selbst, aus Liebe zu deinem Körper. Aus Liebe zum Leben. Welches ursprünglich in vollkommener Gesundheit für dich vorgesehen und möglich ist. Wenn du bereit bist, zu wachsen und zu lernen, dich hinzugeben, mit dem Leben zu fließen. Auch in den schwierigsten Zeiten und nach größten Krisen wieder und wieder in die Kraft und den Mut zu gelangen, zu kommen, um mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Voranzuschreiten. Hinzu und hinein in dein wahres Leben nach deinen Sehnsüchten und deinen Wünschen. Nicht selten dient der Schmerz im Körper auch dazu, wenn man ihn in emotionaler Ebene nicht konnte leben, versuchte zu deckeln, sucht er sich auf andere Art und Weise seinen Weg, um sich erlösen und befreien zu können. Und dass du frei kannst sein und werden. Das, was du wirklich bist. Das, was du wirklich bist. Das, was dich wirklich erfüllt.
das, was wirklich im Einklang mit dem großen Ganzen ist. Das, was dich entspannt und glücklich sein lässt, zufrieden. Im inneren Frieden, Schritt für Schritt. Und so wünsche ich dir in und auf deinem individuellen Heilungsprozess und Heilungsweg alles, alles Liebe, ganz viel Erkenntnis, ganz viel Sanftheit und Selbstliebe. Wünsche ich dir das Allerbeste in allen Facetten. Dankeschön.